Hey Kenners und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider Remastered. Tomb Raider 1 in dem Fall. Und ja, wir sind hier im Hive. Heißt das auf Englisch? Ich guck mal gerade auf Deutsch. Ach, das heißt, genau. Und ist noch eins der Level oder der Bonus-Level von Atlantis. Wo es wieder jede Menge Atlantiden gibt, was ich ja gar nicht mag. Aber naja. So. Mit diesem blöden Schachbrett hier darfst du nicht auf die falschen Felder kommen. Sonst wirst du plattgewalzt, ne? Wenn wir jetzt hier hinten angekommen sind, können wir Hebel betätigen, direkt umdrehen und die Magnums rausholen. Sobald der Gegner in Schussreichweite ist, einfach springen. So, dann gehen wir hier rüber. Und machen im Grunde genau das gleiche. Müssen wir das schwarze Feld überspringen. Auf das schwarze Feld springen. Auf das weiße Feld und dann haben wir das hier schon durch. Sehr schön, sehr schön. Klappt ja alles integriert. Gibt's, wie überall anders natürlich auch, richtig viel Items. Richtig alle Items nehmen. Ansonsten ist hier nichts mehr. Hier, falls ihr gucken wollt, ist nichts mehr. Also müssen wir. Näher dran als ich dachte. So. Hier speichern wir jetzt mal. Machen das hier oben. Und ja. Wichtig ist, dass wir hier tatsächlich jumpen. So weiter ihr jumpt, umso besser macht ihr euch einen Dienst. Den erledigt, dann kommt noch er hier. So. Dann gehen wir mal hier runter. Hüpfen. Trotz blöder Kameraführung nach da vorne. Hier gibt es übrigens eine Auszeichnung. Oh. Wenn ihr das richtig macht. So, wir speichern mal. Wenn ihr nämlich nicht die Schrägen benutzt, um da auf die andere Seite zu kommen. Also auf die Seite. Hier, das ist übrigens ein Secret. Das einzige Secret, um genau zu sein. Ja, sehr gut, Mann. Ich weiß, dass ihr da seid. Und ich komme gleich zu euch.
So, wenn ihr die Schrägen nicht benutzt habt, dann bekommt ihr da eine Auszeichnung, dass ihr keine Schrägen benutzt habt. So, ging ja eigentlich alles gut hier. So, hier oben gibt es natürlich auch noch ein bisschen was. Ein Medikit auf der Seite hier. Sieht alles hier so aus, als ob wir verbrennen, ist aber tatsächlich nicht der Fall. Deswegen können wir hier auch easy. Es sieht in der Altgrafik dann doch ein bisschen einfacher aus. Da sieht man schon, ah, hier verbrennt man sich nicht. In der neuen ist das ja ein bisschen verschwommener. So, dann machen wir mal einen kleinen Speicher anders. Jetzt muss ich echt tatsächlich noch mal gucken. Hoppa! Na, na, na. Lava, lava. Aber hier hinten gab's nichts. Ah, okay, 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 okay. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Wir sind ja schon ein bisschen verwinkelt, die ganzen Dinger hier. Deswegen. So. Machen wir den Sprung ein bisschen easier. Ja, und dann sind wir schon durch diese Tür. Speichern wir mal gerade. Wir versuchen mal ohne Schaden irgendwie hier durchzukommen. Ach. Dahin kommen. Na, Dreck. Hinsch. Der Gegner, der hier wartet, der triggert tatsächlich erst, wenn wir da oben auf dem Feld sind. Deswegen springen wir nach vorne und danach einfach immer nach links und rechts. So, sehr schön, sehr schön. Den haben wir ausgeschaltet. So, dann geht's hier lang. Kriegt man leider ein bisschen Fallschaden, aber naja. Wie gesagt, ich mag das nicht. Aber lässt sich nicht vermeiden.
Weil so ist leider das Level aufgebaut. So, hier ist es jetzt ein bisschen easy, weil eigentlich geht es nur runter. Und hier unten, wenn wir im Wasser ankommen, gibt es im Grunde recht viele Medipacks. Hier ist eins. Wir zählen mit. Es sind, ach, komm. Es sind drei außerhalb und zwei innerhalb und innerhalb noch eine Uzi-Munition dazu. Ja, ist ja gut. Haben wir den zweiten außerhalb. Ich glaube, der erste, der war sogar direkt am Anfang. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Meine Güte. Was hat der denn so Aggressionen? Wir tun tatsächlich mal ein dickes Medipack nehmen. So, jetzt haben wir die drei außerhalb. Jetzt schwimmen wir hier noch in die Mitte rein. Und da ist die Uzi. Dann haben wir dich. Das Level ist eigentlich auch gar nicht wirklich groß. Ist mal wieder übersät mit dem Scheißgegnern. Naja, ich finde an solchen Leveln dann nichts, muss ich gestehen. Die einfach nur darauf aufbauen, einfach so blöde Gegner. Hallo, Menschenskinders. Aber da wollen wir hin. Magnum-Munition aufgenommen. So, da hinten sehen wir ja schon ein paar Hansel. Eigentlich, bisher haben sie nie wirklich was getan. Das heißt, wir dürften eigentlich, wenn wir hier sind, auf die Ballern. Ganz gut beraten sein. Sich bewahrheitet. Sie machen nichts. So, hier unten gibt es ganze fünfmal Uzi-Munition. Es ist ordentlich. So, wir haben hinten oder hören schon, da hinten ist neue Gegner erschienen. Sollte seitwärts spielen. So, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir die alle erledigt. Dann gehen wir hier hoch. Auch erledigt. Dann bleibt uns noch der eine da hinten übrig, den wir uns jetzt noch kümmern.
Der war ja auch easy. Zack, nochmal zweimal U7 und jetzt eingesammelt. Easy peasy. Und das hier ist auch easy peasy, weil es eigentlich nur Hebel ist tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu einer Stelle, die ich weiß nicht, ob die für euch wirklich schwierig ist. Wenn ja, dann gibt es eine einfache Möglichkeit. Wir machen es sogar. Wir sind uns einfach so sicher, wir machen es mit der Pistole. Also ihr seht, die sind nicht wirklich ein Problem, ihr müsst einfach nur ein bisschen hin und her springen. Ich habe einmal ein bisschen zu viel nach links gesprungen, ich dachte, ich wäre schon so weit, dass ich nicht gegen die Wand dotze. War eine Fehlkalkulation. Aber an und für sich sind die Pillepalle. So, die Pferde... Generell sind ja jetzt nicht gerade die härtesten Gegner, auf die man stoßen kann, ne? So. Jetzt machen wir hier noch alle vier Hebel. Machen. Mach mal ein kleines Medipack. Und dann... Meine Güte. Also manchmal mit den Tasten. So. Das ist sehr selten, aber passiert manchmal, dass sie tatsächlich so weit springen, dass sie dann doch zu dir kommen. Ja. Gut. Dann haben wir einmal das große Medikit. Auf der anderen Seite ist das gleiche. Au. Und jetzt packen wir aber wieder die Musik aus. Das könnte jetzt ein bisschen unangenehmer werden. Na! Ach Mann. Ja, war mir klar. Bäh. Ich hasse diese Stelle. So, wir machen es anders. Machen wir es eigentlich für... Hey! Kommt, zeigt euch! Alter! So.
Ah, das Ding ist ja gar nicht hochgegangen. Das ist ja eine Überraschung. Okay. Ich dachte, das Ding ist auch mit hochgegangen, aber war es ja gar nicht. So, dann hier. Rechte Hebel öffnet linke Tor und linke Hebel öffnet rechte Tor. Wir gehen aber durchs linke Tor zuerst. Schnappen wir doch mal kurz Luft. So ein paar Items sind nämlich dann doch hier aufzufischen. Also jede Menge. Zweite Mal Uzi-Munition. Dickes Medipack. Dritte Mal Uzi-Munition. Vierte Mal Uzi-Munition. Ja, also damit gönnen sie einen tatsächlich. Und hier hinten ist auch nochmal jede Menge. Also nicht, dass wir tatsächlich so viel bräuchten, aber naja. Hier vorne noch die Schrotmuni. Tauch noch mal kurz auf wegen Luft. Damit wir jetzt noch mal untertauchen können. So, da ist der Hebel. Ich weiß nicht, ich komme irgendwie immer auf den Scherz von Sheldon Cooper mit Hebel und Hebel. So. Dann kommen wir hier wieder frei. So, hier haben wir ja alles. Deswegen schwimmen wir jetzt einfach nur hier hin. Jetzt eigentlich mitnehmen können da. So. Dann einmal bitte hier hin, einmal bitte hier hin. Einmal hier hoch. Ah, rückwärts Salti, einmal umdrehen und wir finden was, nämlich Magnum Muni. Die setzen wir nachher nochmal ein. Just for fun. So. Jetzt speichern wir mal ganz kurz und nehmen mal die Schrotflinte in die Hand. So, hier hinten war ja gar nichts mehr. Okay. War mir nicht mehr ganz sicher. Und hallo. So, den haben wir erledigt. Bevor wir da reingehen, gehen wir noch gerade hier hoch. Ein eklig. Wirklich, kaum ein Level ist einfach so eklig wie Atlantis Level. Bleh. Bei dem Remake haben sie ja auch Unfinished Business ein bisschen umgeschrieben. Eigentlich bist du bei dem DLC zuerst in Ägypten und dann bei Atlantis. Geschichtlich macht es natürlich mehr Sinn, dass man hier zuerst ist und dann später in, in Ägypten. Aber nichtsdestotrotz fand ich's. Ich mag die Level einfach nicht. Ich bin froh, wenn's rum ist und ich dann in Ägypten wieder ein bisschen sein kann, bevor dann tatsächlich Tomb Raider 1 komplett abgeschlossen ist. So. Und ja, ihr
dürfte richtig raten. Die Viecher hier werden alle wach, wenn man auf bestimmte Positionen vom Boden kommt. Na komm. Dann speichern wir mal. Gehen einen Schritt zurück. Und dann machen wir den. Und den. Und den. Und den. So, dann haben wir schon mal zwei ausgeschaltet. Dann machen wir den und den, den und den. Wow, das ging ganz schief. So. Wir speichern nochmal zwischendurch, weil wir gerade echt schon gut viele mitgenommen haben. Zack. Also irgendeinen hat es freigeschaltet, ich. Okay. Machen wir das Spielchen noch bei dir. So, blieb nur noch einer. Meistens sind die Trigger auf der anderen Seite dann. Ja. So, zu ihm können wir jetzt eigentlich laufen, weil. Komm her. Hallo? Könnten Sie mal zu uns kommen, bitte? Das wäre sehr nett. Hallo? Danke. Jetzt kommen noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Leider verbunden mit Gegnern mal wieder, aber die machen wir wieder mit der Uzi. Wir speichern immer zur Sicherheit. Ich auch noch. Komm. So. Ich schau mal auf unseren Kompass. Ja, auch alles soweit eingesammelt. Perfekt. Also, nicht wundern. Ich sage jetzt perfekt, weil die letzten drei Items kommen halt noch. Das war's dann aber schon. So. Jetzt kommt noch mal einer von denen hier. So, hier brauchen wir noch keine Angst haben. Diesmal kommt aus diesen ganzen Scheißdingern nämlich nichts raus. Da. Ich wollte einfach mal alle platzen lassen, ey. So, die haben mir so viel Nicht-Freude geschenkt, dass ich sie alle kaputt haben will.
Und hier sind die letzten drei Items aus diesem Level. Und im Grunde haben wir das Level dann grob alles geschafft. So, noch immer schön speichern. Wohl eigentlich unnötig, aber ist egal. Na, so. Also wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch die Gegner erledigen und sparen mir die jetzt einfach mal. So, und dann heißt es eigentlich nur noch gehen, Ausgang schwimmen. Da habt das Nest erledigt. 1 von 1 Secrets und 60 von 60 Pfundstücken. Sehr schön.